Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Ich zocke, nachdem ich Sejuani letztens im Jungle gezockt habe, ein weiteres AP-Tank-Beast im Jungle. Und zwar Nautilus. Die Meta ist jetzt extrem in AD-Jungler übergegangen. Wir haben Vi, wir haben Lee Sin, wir haben Nocturne. Also AP-Jungler sind so ein bisschen außen vor. Und ich versuche, diese AP-Jungler wieder ins Game zu bringen. Oh. Wir haben insgesamt ein tolles Team. Wir haben Pantheon, Ashe, Morgana, Six. Pantheon hat schon angekündigt, er wird Probleme gegen Renekton Top haben. Da ist Pantheon auf jeden Fall nicht der beste Pick. Leider hat er auch sehr, sehr wenig kommuniziert, denn alle in unserem Team waren bereit, jede Position eigentlich einzunehmen. Und von daher hätte ich jetzt auch locker top gehen können und er in den Jungle mit Pantheon. Aber er hat halt irgendwie nichts geschrieben und dann auch spät gelockt. Und ja, mal gucken. Hoffentlich läuft es halt nicht so schlecht und er kennt seinen Pantheon. Den Start finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ich mag diesen Start, weil der viel Sustain hier bringt mit dem Langschwert. Und mit den drei Health Potions. Man kriegt halt sonst keine drei Health Potions ins. Und los geht's, ja? Das geht doch zackig. Das reicht doch. So. Jetzt das E als zweites. Guckt euch das an! Das ist doch Clear Speed vom Allerfeinsten. What the heck? Nautilus. Einen Trank erst verbraucht, hab volle Leben. Lol, und der Pantheon macht das jetzt gut oder was? Das würde ich mir auch eigentlich wünschen. Dann kann ich jetzt gleich Level 3 gank. Das wird nochmal das Spannende. Vor allem, wenn wir auch was machen sollten. Oh. 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 Nautilus hat einfach so unglaublich viel CC. Nautilus ist der Champion mit den meisten CC-Formen. Also, wenn man hart CC, sag ich mal, berücksichtigt. Und zwar hier ein Grab, hier ein Stun, hier einen starken Slow. Und. Oh, lol. Das ging ja chillo. Ui. Ui. Da habe ich Lee gesehen. Und, na, das muss doch nichts heißen. Triple Dorns. Ein richtig aggressiver Sigilicious. Alter, und das geht voll. Dieses Schild, das scheint... Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, das blockt mehr. Oh ja. Wenn das Schild so lange reicht, dass es die kleinen Minions mitnimmt, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen ziemlich schnellen Clear Speed. Bob. Bob. So, fetten extra Damage. Oh! Da lacht der Sigi.
Oh, Mannequin bereits ein Level über Pantheon. Ach, schön, 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 schön. Ja, ja, ja. Oh! Der fightet jetzt doch ganz schön. Wow! Wow! Good job, guys. Na, das sieht doch schön sexy aus. Dass ich auch noch immer nicht zurück brauchte, ey. Wieso geht denn jetzt zurück? Da kann er doch auspushen, damit der... Damit der Rennington ein bisschen Erfahrung verliert. Lol, das sind immer die besten Pantheon No Skill Champ, natürlich. Für Pantheon brauchst du gar keinen Skill. Mhm. Mann, Mann, das geht jetzt ziemlich gut los. 6, 6, 2, 1. Geilo. Und natürlich will ich ihn tanky bauen, meinen Nautilus. Zack, hier nochmal. Oh, jetzt hat er ja ordentlich viele Leben. Und viele Leben heißt für Nautilus immer auch dickeres Schild. Denn 15% seiner Bonusleben gehen noch zusätzlich in das Schild rein. Ein bisschen AP habe ich mitgenommen, damit, weil die Fähigkeiten alle auf AP skalieren. Auch schon meinen Ruhm und Meisterschaften. Aber ansonsten eher tanky. Mit Fünfer-Schuhen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in LCS auch. Als er gespielt wurde, Nautilus mit Fünfer-Schuhen, der fliegt. Der fliegt. I want AFK. Das ist doch geil. Es handelt sich hier übrigens um ein Promo-Match von mir. Also ist doch ganz schön, wenn es klappt. Nauti-OP. Genauso wie Sejuani. Richtig schnelle Clear-Time. Nice. Oh, 8-1, jede Lane gewinnt. Das ist für einen Jungler natürlich ein Traum. Ich kann ja einfach fröhlich frech rumjungeln. Oh. Wie gierig der da tippt. Und das hat auch mit Red Buff, Alto Belly. Das ist Nautilus Champ, für den man keinen Skill braucht. Oh, ich bin Ich bin Mann, so gefällt. Sorry. Oh, Mann, ich hätte ihn gehabt. Ich hätte jetzt einfach nur noch mein Schild aktivieren müssen und dann hätte ich ihn. Aber hätte die Oma ein Schnurrbart, wäre sie auch vielleicht nicht. Ah, Mann, und das in meinem Promo-Match. Na, da habe ich mich ja einfach zu hinreißen lassen. Eigentlich, wisst ihr, was ich im Kopf hatte? Weil dieser Rennick hat ja geschrieben, Pantheon ist ein No-Skill-Champ. Und ich dachte eigentlich, dass ich gleich schreibe, oh, ist Nautilus auch ein No-Skill-Champ? Da wäre jetzt meine Ulti losgeht. Oh, wie sie schön trifft! Geil. Geil, dass das nicht reicht. Unstoppable. Wie jetzt? Forward. Forward. Jetzt mit dem Arrow
Bob! Und wollte Naut, wollte Blitzcrank sie noch schützen? Alter, wie geil! Was? Was? Unser Six ist hier? Oh, Ding, nach 11 Minuten! Einfach wieder das Pech, dass die Lissandra AFK ist. Leute, ich verstehe es nicht. Ihr spielt Ranked, geht dann AFK. Was soll das? Man muss echt dann auch im Ranked bis zum Ende durchspielen. Das ist einfach so. Guckt euch das an! Mit 40 HP, was hat der überlebt? Into the darkness. Der Lee war irgendwie auch kein Mal richtig da. Also, nachdem ich jetzt viel Pech hatte, muss ich jetzt sagen, dass es jetzt wieder läuft. Es gibt tatsächlich nicht sowas wie eine Elo Hell. Es gleicht sich über kurz oder lang wieder aus, sagt man. So, hat er schon. Tu lievers. Zwei Leute, die AFK sind. Großartig. Go finish, please. Minute 12. Schnellstes Ranked ever. So ein schnelles Ranked hatte ich noch nie. Man kann ja auch noch gar nicht surrendern, von daher. Lol, den ist alles egal. Nice Speed Slash. Was hat sie für gut? Und bei Minute 12. Was? Da kommt doch keiner mehr. Das ist auch gar nicht mehr zu treffen. What the heck, Leute? Mein schnellstes Ranked ever. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Was war euer... Was war euer schnellstes Ranked? Das ist ja krank. Ich meine, sogar mit Levern. Selten habe ich sowas erlebt hier. What? Oh, kommt direkt ran mit Naughty. 9 times Lissandra and Caitlyn. Die verdienen definitiv Reports. Oh mein Gott. Ist das vor Minute 15 beendet? Ist das vor Minute 15 beendet? Das ist jetzt doof, der hat ja auch keinen Bock mehr irgendwas zu machen. Mein Gott, wir haben hier super Vasallen stehen, Leute. Ich werde es ja enden, vor Minute 15. Vor Minute 15! Oh nein, ich wollte das... Ich will das doch beenden! Jetzt wird das nix! Jetzt wird das nix! Weil hier einfach noch die Kills geschnapselt werden. Oh, Ash. Ash gibt Gas. Das wird so nicht reißen können, ja? Was? X-Packing! Ich mach dafür zu wenig Auto-Attacks. Hat noch nicht genug AD oder genug Attack-Speed. Hä, warte. Okay, das baue ich jetzt noch fertig. Jetzt baue ich aber einfach AP. Boah, das ist auch geil hier auf Naughty. Warte mal. Den langen Stab. Das ist frech, jetzt hätte ich gern TP. Rennick portet sich in die Lane, versucht also irgendwie noch sein Bestes. Was für ein heftiges Rank. Nein, 15 Minuten wird's. Bin ich. Wer hat sie? Bob. Das reicht nicht.
Oh, Rendington hat echt 140. Oh. So, jetzt ist vorbei. Jetzt aber vorbei. Na schon! Okay, 16 Minuten Ranked. Das ist die Marke, die es zu knacken gilt. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon kürzere Ranks hattet, aber das hier war echt richtig krass. Ich bin euer Powerwort, Leute, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vielleicht das nächste krasse Ranked.